So, da sind wir zurück bei Rollercoaster Tycoon bei unserem Level Rotting Heist, wo wir einen total versifften Park einfach mal ein bisschen aufhübschen mussten. Das Ziel sind 1200 Besucher und eine Parkwaltung von 600 bis Oktober Jahr 3. Das Ziel an sich haben wir geschafft, aber halt das Jahr noch nicht. Schuldenfrei sind wir auch schon und ja, ein paar Attraktionen sind ja schon gebaut. Wie zum Beispiel drüben eine Wasserattraktion. Ich habe übrigens gerade nochmal die Audiotreiber aktualisiert hier von der VM, wo ich das aufnehme. Da gab es ja von Realtek irgendwie nochmal was Aktuelleres. Na gut, 2001 der Treiber stand, aber vielleicht bringt es ja irgendwas. Man darf gespannt sein. Drückt auf... hätte ich bloß nichts gesagt. Das war's also schon wieder. Naja, gut. Tja, also muss ich vielleicht doch mal für RCT-Aufnahmen meinen alten PC rausholen, oder? Eine Festplatte hätte ich noch, die ich dort reinschmeißen könnte. Da lief das wenigstens. Ach, das ist nervig. Na gut, wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht abbringen. Als nächstes kommt eine gemäßigte Attraktion. Ich mache jetzt hier erstmal Landschaften, Themengestaltung raus. Soundqualität runtergeht, bringt anscheinend auch nichts. Ich mach mal was anderes hier. Weil das ist ja so ein bisschen der Zufall, als wir die Wasserattraktion gebaut haben. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach so einen Zusammenhang gibt, aber ich werde das jetzt mal, dass der mit diesen ganzen Wassersounds ein bisschen überfordert ist. Kam auch als Tipp und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Man vereinzelt mal so ein bisschen die an manchen Stellen den Sound mal ausmachen. In der Hoffnung, dass das vielleicht was bringt. So, was haben wir noch für Attraktionen, die wir bauen können? Das haben wir alles schon gebaut. Dann haben wir die Rutsche schon, ja, die steht dort. Aussichtsturm steht da. Geisterhaus haben wir, die Fahrradbahn, die brauche ich eigentlich auch nicht wirklich, finde ich jetzt. Gut, das Mountain Rafting könnte man noch bauen und Bootsfahrt haben wir ja noch nicht. Die würde sich ja gut machen in diesen Teichen. Ah, das bringt auch nichts hier mit dem Sound ausschalten. Aber was wäre, wenn die Kartbahn das Problem zum Beispiel sein könnte? Dann machen wir mal drei Karts und dann einfach Kreisverkehr. Müssen wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren, Bronn. Das liegt ja, sorry an der Stelle, wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist. Aber die Besucher, also nicht der Eintritt ist günstig, aber die haben doch so wenig Geld mit. Die kann ich doch jetzt nicht einfach ausnehmen, die Leute. Der Park wurde zur schlechtesten Verpflegung mit dem. Also der Park mit der schlechtesten Verpflegung, ja. Das ist auch der Park mit der schlechtesten. Da kann man auch generell die Musik ausstellen. Ah. Probieren wir das doch einfach mal aus. Hm, hat sich damit auch schon erledigt. Coole Sache. Kann man das irgendwie auf eine Schnelltaste legen, dass man einfach bloß mal schnell irgendwie einen Knopf drückt? Das haben sie wahrscheinlich nicht, drin, hä? Nee. Tja, was ist jetzt hier genau das Problem? Hm. Ja,
wie gesagt, mache ich halt vielleicht meinen alten PC nochmal dafür an. Der muss ja jetzt nicht nichts groß können. Eine Festplatte zum Aufnehmen habe ich ja noch. Ist dann halt so ein bisschen nervig, wenn man dann immer umstecken muss, aber na gut, jetzt habe ich das einmal in der Woche, ist immer so eine Aufnahme. Oder ich muss noch mal tiefer recherchieren, was das sein könnte. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Ideen. Auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal das Mountain Rafting. Übrigens an der Stelle viele Grüße an Carla Cox, die laut Kommentar lange kein RCT mehr gesehen hat und jetzt bei der Folge mit der Drachenschanze, die wir da gebaut haben. Das kam wohl gut an, da müsste sie lachen. Ja, das RCT-LP, ist eh so ein bisschen von den Viewzahlen. Genauso wie GeoGuessr, das... Ich glaube, da kann man auch anderes spielen, aber gut. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man nur den ganzen alten, das ganze alte Zeug spielt. In der Achterbahn in eine Stromstelle ist aber nicht dumm. Wie gesagt, wenn man nur das ganze alte spielt da und kaum was Neues bringt, aber naja, gut. Achso, habe ich vergessen, Wasser zu plätten. Zack, jetzt. Könnte das vielleicht auch an der Holzachterbahn liegen. Jetzt geht ja teilweise gar nichts mehr. Naja. Flutsch ist defekt. Oder ich könnte auch... Im Grunde könnte ich es auch mit oben... mit OpenRCT 2 verbinden. Aber das Problem ist ja dann, dass es ja nicht das Original ist. Ich will ja wenn schon das Original spielen. Das Original-RCT. Auch wenn das jetzt wieder mit dem Sound so ätzend leckt hier. Es geht ja zeitweise gar nichts mehr, ne? Also was... Das verstehe ich nicht. Das kommt doch immer erst ab einer bestimmten Stelle, ne? Vielleicht sind dann zu viele Leute im Park, weil am Anfang, wenn wir gerade so die ersten Attraktionen bauen, da ist das nie. Das muss doch irgendwie... Achso, das passt ja wieder nicht. Ach nee. Das muss doch irgendwas, muss das doch auslösen, dass das dann anfängt, soundtechnisch zu spinnen. Ist das vielleicht eine bestimmte... Anzahl an Gästen im Park oder sowas. Jedenfalls macht das so verständlicherweise... Was muss noch ins Tiefer oder wie? Also ich glaube, da haben sie wahrscheinlich gefailt hier mit dem Zugang. Also verständlicherweise macht es mit dem Soundbugs dann so überhaupt keinen Spaß mehr aufzunehmen. Aber jetzt, wenn man es fast durch hat, dann will man es natürlich auch nicht abbrechen. Ich hoffe, ihr versteht das. Bei den Stromstellen den Sound auch gleich mal aus. Das ist mir gar nicht erst. So, tun wir was gegen die schlechte Verpflegung, würde ich sagen. Das lasse ich mir nicht nachsagen, dass die Verpflegung bei mir mies wäre.
So, da ist wieder mal der Sound weg. Wir müssten eigentlich den Park mal schließen und dann mal gucken, also oder weniger Leute drin haben. Da gibt es bestimmt irgendeinen Zusammenhang, dass einfach zu viele Leute drin sind und das Spiel dann denkt ja, ah, spacken wir mal ein bisschen rum. Irgendwas wird das schon, da müssen eigentlich mal andere Spiele ausprobieren, mal, ob das da auch auftritt. Da ist eine Futterecke, hier ist eine, da ist eine. Vielleicht hier an die Kante und da drüben noch. Dass die Leute sich jetzt nun wirklich nicht beschweren können, dass es hier nichts gäbe. Ich habe, glaube ich, sogar noch SATA-Kabel da, um die Platte dann einzubauen. Na, vielleicht mache ich das dann einfach mal. Muss ja noch ein bisschen was für den Urlaub vorbereiten. Ja, richtig gehört, ich habe schon wieder Urlaub. Im August 2 Wochen, nachdem ich am Juni erst war. Dafür habe ich immer meist im ersten Quartal nichts, weil ich baue mir das immer so ein bisschen auf. Ich mache dann wirklich erst so im späten Frühling oder Anfang, Sommer anfangen. Wenn das Wetter einigermaßen gut ist, da geht es dann bei mir los mit dem Urlaub. Da kann man mal im Mai was machen oder im Juni und dann im Sommer nochmal. Und dann hat man meist für den Herbst nochmal ein paar Urlaubstage übrig. Und dann ist ja eh Weihnachten und da ist ja dann eh nichts los. Und so kommt das, dass ich halt schon wieder Urlaub habe. Müde bin ich auch hier, Mensch. Oh, nur am Gähnen. Was ist denn hier los? Dabei habe ich doch einfach jetzt mal so eine... machen wir wenigstens um die Fressecken das Gras grün. Dabei habe ich doch aktuell so eine Aktion, wo ich einfach mal eine halbe Stunde, also unter der Woche, einfach mal eine halbe Stunde eher schlafen gehe. Das merkt man schon. Also man ist da deutlich weniger müde. Wenn man das macht, also ich kann das nur empfehlen. Unter der Woche einfach mal eine halbe Stunde früher ins Bett. Das Problem ist dann halt bloß, dass man diese halbe Stunde, die muss man dann anderweitig dann wieder irgendwie kompensieren. Und wenn man dann so wie ich Arbeitsweg von einer Stunde hat pro Richtung, also 2 Stunden, dann ist das ganz schön heftig, sag ich mal so.